Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatoris. Mörp, hau mal die Pause raus zu einem weiteren Teil von Let's Play Hearts of Iron 4 mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Ungarn. Und ich versuche heute die K&K-Monarchie wieder zu errichten. Dazu muss ich aber erstmal die entwaffnete Nation loswerden. Und da bin ich jetzt gerade dran. Und tatkräftige Unterstützung, die gibt mir auch der Mr. Mörp. Ich grüße dich. Hallo, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, Grüße. Gibt außerdem noch viele nützliche Tipps und nützliche Tipps gibt auch der Strategiezone. Ich grüße dich. Grüße euch, Strategie-Ecke, aber passt. Ah, Strategie-Ecke, Strategiezone war doch das Forum von früher, wo ich immer angemeldet war. Ja. Stimmt, da gibt es doch noch das Forum. Ja, also nochmal, sorry, Strategie-Ecke heißt der gute Mann und wir spielen heute zusammen im Livestream. Ich lese auch nochmal ganz kurz in den Chat rein. Equestria-Mod schlägt der Hendrik noch vor. Mehrere Dutzend spielbarer Nationen mit eigenen Fokusbäumen und Technik. Größte Overhaul-Mod. Okay, muss ich mir mal angucken. Und Real Assure fände es gut, wenn ich mal Diablo 2 zocken würde. Okay, dann muss ich das echt mal machen, ne? Du hast es dir eben nach Jahren wieder runtergeladen. Achtung, Sucht. Das Spiel macht so süchtig. Pass bloß auf. Und in dem Moment... So, also je schneller der Download, desto proportional größer auch die Dauer des Studiums wahrscheinlich oder so, wenn man damit anfängt, ne? Das ist echt ein Ding. Dann sagt Hikaru, ist dieses Medieval Dynasty was für dich? Da muss man den Mörp fragen, der spielt das, glaube ich, gerade, ne, oder? Ja, das spiele ich gerade eben. Medieval Dynasty ist ein interessantes Spiel. Sieht auf den ersten Blick aus wie Kingdom Come, ist aber dann tatsächlich eher eine Mischung aus Survival und Aufbau und Organisationsspiel. Also es ist eine richtig krasse Simulation. Du kannst rumlaufen und Items einsammeln, also so Hölzer, Steine und daraus was craften selber. Oder wenn du es irgendwann mal geschafft hast, kannst du hergehen und deine Mägde und Knechte, die du angestellt hast, tatsächlich dazu verdonnern, diese Aufgaben zu erledigen. Also du kannst eine ganze Menge machen in dem Spiel, aber es ist halt noch im Early Access und deswegen noch ein bisschen holzig unterwegs, sage ich jetzt mal. Ich habe zum Beispiel bis heute nicht geschafft, einen Knecht oder eine Magd an meinem Hof zu halten. Und, ich renne immer weg. Ordenspriester, danke übrigens für den Follow. Das klingt ja dann für mich auch so ein kleines bisschen nach so ein bisschen wie bei Bannerlord dann, ne? Oder? Man könnte sagen, es ist... Ah, nee. Es geht deutlich mehr in den Bereich... Also, stell dir mal vor, du hast ein Spiel, es sind eigentlich drei verschiedene Spiele. Also man kann sagen, dass Medieval Dynasty ungefähr genauso viel mit Bannerlord zu tun hat, wie Crusader Kings mit Bannerlord zu tun hat. Mhm. Aber es ist nochmal eine ganz eigene Nummer. Also es ist so muss man das eigentlich sehen. Es geht jedes Mal darum, es ist eigentlich ein komplett eigenes Ding. Also du hast Ego-Perspektive, läufst rum und sammelst Items. Aber du hast nie so eine Map, wo du rumläufst wie bei Bannerlord. Und du hast auch keine Schlachten, wo du Armeen kommandierst, sondern du hast du hast einfach nur quasi eine First Person, wo du dann quasi über ein Menü sagen kannst, Knecht, Markt, A, B, tu dieses, tu jenes. Also quasi ein etwas besseres Life is Feudal. Life is Feudal, ja. Kann gut sein. Also ich habe Life is Feudal nie gespielt, weil ich damals... ich wollte damals Life is Feudal spielen, aber ich war total entsetzt über die Preisvorstellungen, die Entwickler hatten. Deswegen habe ich es nicht gespielt. Ja, ich habe Early Access immer, ich habe sehr, sehr früh angefangen zu spielen, dann auch lange liegen lassen, dann wieder reingespielt. Und auf den großen Online-Servern habe ich, ich glaube, mal 3 Wochen lang gespielt und dann das sein lassen. Also ich bin eher der auf kleinen Servern gespielt hat und so weiter. Also, ja. Boah, Alter, ey. Meine Armeevorlage. Ja, nee. Schwierig. Boah, ne? Also. Dauert eine Weile, Günner. Ja. Frontbreite 12, ne? Mhm. Okay. Es geht schlimmer. Du könntest 14 haben, dann weißt du nicht, in welche. Also, ja. Dann musst du zwei Punkte runtersetzen, ne? Ja, oh, Social, ich muss übrigens jetzt mal gerade Beziehungen mit Red Österreich Evil, danke verbessern. Den Follow.
Was musst du verbessern? Beziehung mit Österreich verbessern. Genau, das fängst du am besten an. Du sollst halt auf gucken, dass du es auf 100 hochpumpst in der Zeit. Hm. Aber das dürfte kein Thema sein. Warte ich noch. Forschungsgeschwindigkeit Marine. Sure thing. Eine Leihpacht nach Spanien. Hä? Das ist immer noch die Militärjunta am Werk in Spanien. Die haben noch keinen Anführer. Peter Lustig schreibt gerade The Great War Mod. Erster Weltkrieg ist eine super Mod. Die ist für Napoleon oder für Empire, meine ich, ne? Und ich würde mir ja sowas mal als einen eigenständigen Titel wünschen, ne? Also, dass du halt, dass du halt selbst mal so ein Erste-Weltkriegs-Szenario in einem Total War Game hast, ne? Ja. Das wäre mal cool, da hast du recht. Aber die Mod, die habe ich schon ein paar Mal gespielt für Hearts of Iron. Also die ist ziemlich interessant, weil du halt hier dann quasi auch mit dem Kaiserreich anfängst und so in Deutschland. Hm. Und der Social Red Eagle grüßt alle. Grüße zurück natürlich. Grüße zurück. Ja, also ich fände, das wäre auf jeden Fall mal eine coole Nummer. So, also komme ich jetzt hoffentlich mal gleich von meiner Mannstärke 0 runter. Das dauert noch ein bisschen, ne? Noch 34 Tage bis zur Übereinkunft von Bled. Ach, Peter Lustig sagt, das gibt's auch als Mod für Hearts of Iron 4? Die Great War Mod? Ja. Ist auch sehr cool. Erster Weltkrieg. Interessant. Okay, wusste ich nicht. Klingt gut. Also ich sehe schon, hier für dieses Spiel scheint es viele verschiedene interessante Mods zu geben. Aha. Mega viele. Also es ist echt der Hammer, was das Spiel hat. Ja, also die Modding-Community ist riesig dahinter. Das ist gewaltig. Ja, guten Abend, Diablo übrigens. Diablo, Entschuldigung. Ja, grüß dich. Sieht spannend aus. Meinst du, das Spiel hier Hearts of Iron 4? Kannst du noch nicht? Oder meinst du, spannend sieht aus, wie der Gönner stümperhaft versucht, die K&K-Monarchie wieder zu errichten? Ich sehe schon, hier sind viele Hearts of Iron 4 Spieler heute auch bei uns unterwegs. Und ich sage übrigens bei der Gelegenheit nochmal, Ausrufezeichen Multi ist das Zauberwort. Wenn ihr unsere Streams parallel gucken wollt, dann seht ihr, was jeweils bei dem anderen so passiert. Ist eine ganz übersichtliche Sache. Und da gibt es auch einen Button, den man drücken kann, damit der Sound automatisch eingestellt wird. Genau. Dann unterstützt ihr uns alle gemeinsam. Genau, das würde uns sehr freuen. Ja, wir wollen uns nämlich keine Views wegnehmen, sondern wir wollen uns gegenseitig supporten. Das ist uns wichtig. Okay. Jetzt müsste es ja gleich soweit sein, ne? Oh mein Gott. Entweder hast du jetzt gleich... Spanien bittet um Hilfe. Noch 10 Tage, bis ich dieses Drecksgesetz hoffentlich jetzt loswerde. Dieser scheiß Vertrag. Ich werd den Teufel tun und Spanien helfen, ey. Oh shit, das habe ich total übersehen. Hm. Vor allem, weil die um Hilfe gefragt haben, ey. Günther, bist du eigentlich heute mit Cam unterwegs oder bist du... Nee, heute ohne noch. Heute ohne bist, noch. Bist du also mal wieder nackig? Ich, ne? bin mal wieder, ich, bin, ich sitz mal wieder nackt vorm Rechner und spiel mir an der Poperze, ne? Nee, genau. Also Spaß beiseite. Weil ich heute auch wieder nicht so fit bin, ne? Ich hab's ja vorhin gesagt, Kopfschmerzen und alles drum und dran, ne? So, ganz kurz mal Pause, bitte. Da muss ich jetzt mal gerade gucken, was ich da machen muss. Merp, kannst du mal Pause? Oder ja, ich kann auch, ne? Okay. Du kannst nur, ihr beide könnt nur die Geschwindigkeit nicht ändern, aber Pause machen könnt ihr jederzeit. Okay, da kriege ich Forschungsboni für Doktrinen. Hey, Nusshandel, grüß dich. Und jetzt kann ich hier
den Prinzen von Habsburg einladen, ne? Das ist das Ding da. Yep. So, dann laden wir den mal ein. Okay. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Aha, Übereinkommen von Plät. Klasse. Und was jetzt passiert? Okay, und das ist jetzt aber ersetzt offenbar. Nice. Okay, und dann. I see. Okay, dann gehe ich jetzt gleich auf begrenzte Rekrutierung, weil umfangreich kann ich nicht. Aufgrund der entsprechenden, ne, you know what, ne? Ja. Jugoslawien reicht Protestnote ein. Das ist ganz egal. Tschechoslowakei reicht Protestnote rein. Das ist eher ein bisschen ungünstig. Das kann sein, dass die Chance, dass du die Tschechoslowakei nach überzeugt bekommst, dadurch reduziert wird. Zeitablauf bei Dingeling. Okay, das ist mal gerade so. Das muss ich mir gleich mal durchlesen, was das heißt. Können wir mal ganz kurz auf Dreifache gehen für einen Moment? Klar. Danke sehr. Okay, also das brauchen wir auf jeden Fall auch noch. So, der jugoslawische Botschafter hat folgende Nachricht übermittelt. Die Regierung von Jugoslawien blickt mit großer Sorge auf die jüngsten Entwicklungen des Königreich Ungarn. Vertrag von Trianon garantierte seit langem Frieden und Stabilität in der Region. Die jugoslawische Regierung akzeptiert zwar grundsätzlich, dass Nationen die Möglichkeit haben sollten, über ihre eigenen Schicksale zu bestimmen. Doch wir müssen das Königreich Ungarn mit allem Nachdruck auffordern, sich an die Bedingungen des Vertrags zu halten. Die Folgen einer weiteren Destabilisierung der Region können sehr schnell außer Kontrolle sein. Also Tschechoslowakei und Jugoslawien. Jetzt ist es gerade weg. Okay, Zeitablauf bei Entscheidung hatte ich jetzt hier gerade. Und jetzt ist die... Ja, wir haben selber Pause machen müssen. Ja, aber das ist egal. Also das war eine Entscheidung, die ist egal. Beim nächsten Mal klickst du einfach auf Pause. Okay. Das ging jetzt keine Stimme. Ich wollte jetzt gerade draufklicken, in dem Moment ist das Ding weg und das ist ja jetzt noch nicht lange her. Also es ist jetzt kein Monat gewesen. Nee, du hast, glaube ich, nur einen Monat sogar Zeit, das wegzuklicken. Nur einen Monat, meine ich. Ach, wie krank ist das denn, aber ey. Ich bin jetzt wieder auf 4 hoch, aber es ist egal. Also das war einfach bloß quasi, du hättest jetzt sagen können quasi, also fuck you oder ist mir egal. Weißt du, so eine Mischung, also das eine oder das andere. Okay. Was aber für dich völlig irrelevant ist. So. Ich kaufe die ganze Zeit noch Öl ein. Holla. Ich troll. So, jetzt haben wir den anarchistischen Aufstand in Spanien. Ich brauche mehr Öl. Das bisschen Öl, was ich mache, muss sehr viel effizienter genutzt werden. Ich habe übrigens immer noch keinen Berater bei mir drin. Das kommt alles erst noch. Und immer noch nicht genug Knarren. Ich habe meine erste zivile Fabrik gebaut. Ah, okay. Deine erste Zivilfabrik. Oh Gott. Ja. Ja, aber es stimmt wirklich, Ungarn ist halt echt so arm dran. Ne? Das ist ein Riesenproblem. Mhm. Wie sieht es jetzt eigentlich aus mit Österreich? Haben die sich jetzt dir angeschlossen? Ich bin da noch nicht dabei. Das ist noch. Das kommt jetzt erst. Ach, noch. Du lädst ja erst den Otto ein. Genau. Der Trajanator fragt, ob ich wirklich ernsthaft zum lebenden Anachronismus werden möchte. Naja, warum nicht, ne? Also. Brainless, ja, das Spiel hat eine sehr, sehr hohe Einstiegshürde. Ich persönlich empfehle es immer, mit jemandem zusammenzuspielen, der Ahnung hat. Also am besten irgendwie in einem Multiplayer-Livestream oder sowas von mir mal mitmachen oder von jemand anders, der halt auch wirklich mithilft. Ich weiß nicht, Ecke, machst du auch hin und wieder mal Hearts of Iron? Frankreich, ja. Im Chat wurde gerade gefragt, wann ich Luxemburg annektiere. Habe ich gesagt, nee, das gehört Frankreich. Das ist vielleicht besser so, ne? Ja. Also auf jeden Fall am besten mit Leuten spielen, die das Spiel schon ein bisschen kennen. Das hilft wie Sau. Das kann ich auf jeden Fall versichern.
Und bei mir in der Community zum Beispiel gibt es dann eine Menge Leute. Und auch bei Ecke gibt es, glaube ich, eine Menge Leute, die davon Ahnung haben. Und bei Günner, glaube ich, auch. Ja, auf jeden Fall. Ein verbreitetes Spiel auch, muss man sagen. Also bei mir findet sogar manchmal sogar auf dem Discord, ist in letzter Zeit ein bisschen eingeschlafen, aber eine Zeit lang fanden immer wieder regelmäßige Multiplayer-Runden statt, wo auch Neulinge mitmachen durften. Warte So, mal, ich verbiete jetzt den Kommunismus. Ist die Frage, was soll ich machen? Den Blumenviolett-Vorschlag? Ja. Ah, das kann ich nicht machen. Otto übernimmt die So. ungarische Krone. Willst du das vorlesen? Ja, sehr gerne. Otto übernimmt die ungarische Krone. Auf der Suche nach einem geeigneten König hat das Königreich Ungarn eine Einladung an Otto von Habsburg ausgesprochen, in das Land zurückzukehren, das bis vor kurzem von seiner Familie regiert wurde. Otto, der seit dem Ende des Ersten Weltkrieges und der Auflösung des Reiches seines Vaters in verschiedenen Ländern Westeuropas im Exil gelebt hat, hat das Angebot angenommen. Heute wurde er in einer feierlichen Zeremonie im Königspalast in Budapest zum König von Ungarn gekrönt. In seiner Krönungsrede dankte König Otto dem ungarischen Volk für seine Treue und Hingabe und schwor, die Lande der Habsburger wieder zu vereinen, diesmal jedoch mit Ungarn als vorherrschendem Teil, nicht nur dem Namen nach ein Königreich. Okay. Oh, der Hindenburg-Zwischenfall. Alter. Nein. Da brennt jetzt gleich in China die Bude. Ich werde auch Ja. garantiert mit Japan Krieg bekommen. Ich kann machen, was ich will. Ich werde mit Japan Krieg bekommen. Das sehe ich jetzt schon kommen, wegen Indochina. Wegen Indochina. Genau, wegen Indochina. Die Regierungsidee geheime Wiederbewaffnung wurde entfernt, da die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind. Schade. Warum hast du die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt? Ich würde mal vermuten. Ach, ich weiß warum. Du hast die Manpower umgestellt, ne? Ja. Ja, deswegen. Ja, jetzt drück mal die Daumen, dass es mit dem Referendum hier klappt. Wobei ich da jetzt auch tatsächlich wieder Hast du die Manpower in feststelle. Österreich rangestellt? Ah, jetzt habe ich 20.000, ne? Das wird mehr. Warum kriege ich denn jetzt hier Verschleiß? 6%, weil die trainieren, oder was? Trainieren macht immer Verschleiß, Ja, ja. ne? Ja, das nochmal. Oh, Piri Getsch, vielen Dank übrigens für den Sub. Freut mich, dass du dabei bist und mich unterstützt. Danke dir. Ich lese auch gleich nochmal in den Chat rein. Okay, dann würde ich sagen, kann ich hier nur eine Inf rein machen? Dann habe ich 14. Dann habe ich 16. Dann habe ich 18. Das ist doof, ne? So habe ich 21. So habe ich 19. So sollten die aussehen, ne? Okay, gut. Kann ich die entfernen? Dann nehme ich eine Inf mehr mit rein. Und kann ich eine Aufklärung hinzufügen? Dann brauchen die halt nochmal Alter. Die Ausbildungsdauer deutlich höher, ne? Ich habe übrigens jetzt die Garantie von Tschechien runtergenommen, also von der Tschechoslowakei. So. Wie sieht's bei euch aus? Geht's voran? Jo. Ja, wir arbeiten dran oder ich arbeite dran. Wir tun, was wir können. Moment mal ganz kurz. Also wenn alle Truppen von mir ausgebildet sind, ne, auf der entsprechenden Stufe, dann graden die alle auf einmal nochmal runter und fangen nochmal von vorne an. Woran liegt denn das? Sind die nicht voll ausgerüstet, dann ist der braune bzw. der rechte Balken, den grünen Balken und den
den braunen Balken daneben, dieser braunen rote Balken. Wenn der nicht voll ist, heißt, die haben nicht die gesamte Ausrüstung. Doch, sind, nicht, doch, sind sie. Mhm. Sind hast sie. Du dann den... Ich habe genug Ausrüstung. Nein, nein, er meint, die graden runter. Also meinst, die gehen jetzt quasi von der... Die sind jetzt wieder in der Erfahrungsstufe tiefer. Ja, die sind jetzt wieder auf 2 runter. Template verändert? Von denen? Ah, danke. Ja, hast du neue Männer reingekriegt, ne? Ja, danke, daran liegt's. Eine Horde Noobs in deine Truppe reingekriegt und schon ist die Bude am Brennen, könnte man sagen. Ich realisiere übrigens gerade eben, dass ich das hier vielleicht mal anders machen sollte. 200.000 in der Truppe, ey, das ist nix, ey. Sieht das so aus? Moment. So. Ich glaube, so hier bin ich besser aufgehoben. Ich sollte mal was forschen. Eigentlich solltest du dauerhaft forschen. Ja. Das wäre sinnvoll. Tue ich auch. Ah, auch. Ich habe das Vereinigte Königreich entschlüsselt. Immer diese Luxusprobleme. Ich kann auch anfangen, dich zu entschlüsseln. Hm. Aber davon habe ich nicht viel. So, in 20 Tagen ist es soweit. Dann verlangen wir das Referendum von den Österreichern. Ich drücke dir die Daumen, dass es klappt. Weil das ist ein riesiger Machtsprung, den du machst. Dann kann ich vielleicht noch eine dritte Zivilfabrik bauen. Nee, du kriegst eine ganze Menge von denen dadurch. Einfach mal so. Ja, du hast drei... Nee, warte mal. Hier. 13, aber der sieht ja nicht ganz ins Schloss. Da kriegst einiges auf jeden Fall. Ja, Österreich hat in der Zeit eine ganze Menge Sachen gebaut, weil die Emilia Erhard fliegt um die Welt übrigens. Die machen den Standard den Standard-Tree durch und das heißt, die haben da garantiert eine Menge Militär- und Zivilfabriken in der Zeit einfach mal so geschenkt bekommen durch ihren Focus-Tree. So, jetzt habe ich gleich Nordafrika als Kernland. Der Blumenviolett-Vorschlag. Mhm. Schnappst du dir Polen? Ich muss mal gucken, was ich hier kriege. Auf jeden Fall. Habt ihr euch schon entschieden, wer Österreich, Rumänien und den Balkan besetzen darf? Ah ja, Henrik, also die PU mit Österreich, die mache ich ja. Und wie wir den Balkan aufteilen, das müssen wir mal gucken. So, Stopp, Pause, Events. Mhm. So, erstmal ein Referendum verlangen haben wir jetzt. Indian National Congress triumphiert bei Provinzwahlen. Okay. Und dann Säuberung in der Führungsriege der SU. Ich speichere das jetzt mal gerade. Ich will jetzt mal wissen, ob man dieses Ding hier in irgendeiner Art und Weise beeinflussen kann. Und jetzt muss ich warten, ob ich die kriege, ne? Können wir mal ganz kurz mit der Geschwindigkeit auf 3 runtergehen? Ja, können wir machen. Danke. Oh, Referendum erfolgreich. Dann Gratulation, das ist das Wichtigste für dich. Shanxi tritt Vereinte Chinesische Front bei. Japan hat China den Krieg erklärt. Und kurz nach Mitternacht hat Kurt Schuschnigg verkündet, der alte Schuschnigg, ey, hier, ne, der eigentlich ja immer so mit den Deutschen so gemauschelt hat, ne, dass das österreichische Volk für eine Union mit Ungarn gestimmt habe. Oder? Lass mal noch gerade gucken. Schuschnigg, Anführer von Österreich. Ah, ne, vielleicht doch nicht, das ne? Das ist ein Meme gerade. England macht gerade eben den Fokus schön ruhig. Oder warte mal, war der Schuschnigg der weggeputscht wurde? Ah, ich bin halt kein... Ich kenne mich mit Zweiten Weltkrieg nicht so gut aus, tatsächlich. Naja, egal. Auf jeden Fall... Ja, doch, das muss ich jetzt gerade nochmal nachgucken, weil sonst kann ich das hier nicht stehen lassen in meinem Let's Play. Also, nochmal hier ganz kurz einmal Schuschnigg. So.
Karl Schuschnigg, 14. Justiz, in dem austrofaschistischen Ständestaat, in dem von ihm als Justizminister mitkonzipiertem austrofaschistischen Ständestaat, war vom 29. Juli 1934 bis zum 1. März 1938 diktatorisch regierender Bundeskanzler des Bundesstaates Österreich. Ab 1936 übernahm Schuschnigg auch die Führung der österreichischen Einheitspartei Vaterländische Front und führte den Titel Bundeskanzler und Frontführer. Nach dem Anschluss wurde er von den Nationalsozialisten bis 1945 als, in Anführungszeichen, Schutzhäftling in verschiedenen Konzentrationslagern inhaftiert. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde er Bürger der Vereinigten Staaten und war dort als Professor für Staatsrecht tätig. Alter, ey, Karrieren, die nur der Krieg möglich gemacht hat, ne? Ja. 1968 kehrte er nach Österreich zurück, wo er 1977 starb. Ah, krass, okay. Ich hätte auch gerade gesagt, Schuschnigg wurde weggemacht. Die Welt ist schon manchmal ein bisschen wahnsinnig. Ne? Also dann halt, mag sein, dass er wohl dann mit den Deutschen gemauschelt hat am Anfang. Das kann ich jetzt aber so natürlich nicht mehr stehen lassen. Auf jeden Fall, wie gesagt, nachher wurde er inhaftiert. Und im Konzentrationslager inhaftiert zu sein, das wünscht man, glaube ich, niemandem. Nee. Unabhängig davon, aber trotzdem natürlich ganz interessanter Aspekt, dass der dann halt danach wieder, ich sag jetzt mal, als Jurist immerhin in Amt und Würden gelangt ist. Hat man übrigens auch bei den Leuten, die in der nationalsozialistischen Raumplanung unterwegs waren und diese ganzen Besiedlungspläne entwickelt haben, die ja auch zum Ziel hatten, übrigens einen Genozid herbeizuführen, indem man die Leute gezielt verhungern lassen wollte. Aber die ganzen Profs, die an diesen aberwitzigen Plänen da mitgearbeitet haben, die sind nachher alle wieder an irgendwelchen deutschen Universitäten untergekommen. Die ganzen Geografen halt, ne? Oder Städte und Raumplaner, weil die gewissermaßen gesagt haben: so, ja, mit dem Nationalsozialismus hatten wir nichts zu tun. Und das ist auch schon sehr bezeichnet. Und wenn man da mal in die Handwörterbücher und Lehrwerke, die Standardlehrwerke und so in der Uni reinguckt, da sieht man immer, da sind sehr starke personelle Kontinuitäten. Ja. Aber Kontinuität. Ja, also ein Telegramm ist eingetroffen, in dem Otto von Habsburg offiziell die österreichische Krone angeboten wird, als erster Schritt zur Wiederbelebung der Doppelmonarchie. Jeder Einheitenanführer tritt das Königreich Ungarn bei. Von Österreich. Königreich Ungarn annektiert Österreich. So, here we go. Jetzt hast du plötzlich. Es musst du ganz, ganz schnell sie koren. Das ist der nächste Fokus. Moment. Du musst mir mal. Wiederherstellung von Österreich-Ungarn musst du jetzt machen. Warte. Moment. Mach ich sofort. Ich nehme gerade nur hier noch die Gebirgsjäger in so eine andere Kiste mit rein. Mhm. Und aus dem Typen hier. Ich stelle mal noch so eine normale Infanterie-Template. So, und jetzt muss ich den nächsten Fokus nehmen, meinst du, ne? Genau. Wiederherstellung von Österreich-Ungarn, ne? Das ist der. Weil wenn du das nämlich nicht tust, bist du jetzt gerade eben Landbesetzer und bekommst Widerstand. Und das heißt, es kann sein, dass sie wieder wegbrechen. Ah, okay. Ja, und das will man natürlich nicht hier, ne? Genau. Widerstand. Okay, und dann werde ich mal ganz kurz. Ich stelle mich mal schnell hier noch ein bisschen gerade auf, ne? Machen wir mal hier so eine Fallback-Line. Bitte hier hin. Und du machst bitte auch mal gerade so eine Fallback-Line irgendwie so hier hin. Und was habe ich noch? Entscheidung verfügbar. Flugzeuge in der Reserve. Aber ich habe jetzt auch. Ah, ich habe noch keine Fabriken. Doch, habe ich, ne? Ich habe Fabriken gekriegt. Nee, du kriegst sie erst voll, sobald. Also, du hast jetzt momentan diesen klassischen Fall, dass du halt besetzt bist. Dass du Besetzer bist und das heißt, du bekommst nicht alles, du bekommst nur einen kleinen Teil, je nachdem, wie arg sie dir gehorchen. Das ist der Gehorsamswert. Der ist aber momentan sehr klein. Ja. Den musst du jetzt hochbringen durch die Wiederherstellung von Österreich-Ungarn, dann ist es quasi Kernland, dann sind sie sofort instant vollhörig. Okay. Bevor du danach die Tschechoslowakei beschützen machst, empfehle ich dir, Wiederbelebung der Industrie und die Reintegration der Eisenbahn machen, weil das findet nämlich die Tschechoslowakei geil.
Moment, ja, das machen wir gleich. So, wir haben den Zwischenfall einer Marco Polo-Brücke. Und so, Österreich stimmt für Vereinigung mit Ungarn. Auf Drängen Ungarns hat Österreich ein Referendum abgehalten, um über die mögliche Wiedervereinigung der beiden Nationen unter der Krone der Habsburger abzustimmen. Die Stimmen sind noch nicht vollständig ausgezählt, doch es ist jetzt schon klar, dass die Befürworter der Wiedervereinigung einen deutlichen Sieg davontragen werden. Es wurden keine Unregelmäßigkeiten bei der Wahl gemeldet. Die österreichische Regierung ist nun verpflichtet, sich in eine regionale Regierung des ungarischen Staats umzuwandeln. Die ungarische Bevölkerung begrüßt diese Entwicklung begeistert, doch die politischen Folgen des Referendums werden wohl in ganz Europa zu spüren sein. Unsere brüderlichen Bande sind nicht in Vergessenheit geraten. So, was muss ich jetzt machen, damit wer mich geil findet? Sag nochmal gerade. Also, nachdem du jetzt das gekort hast, machst du als allernächstes die Wirtschaft wiederherstellen. Wie heißt das Ding? Wiederbelebung der Industrie. Ja, weil... Und danach Reintegration der Eisenbahn. Das ist der entscheidende, den du haben. Weil plus 15 Meinung von Tschechoslowakei. Okay. Die finden das gut. Und die sollen mich mögen? Genau, weil du willst ja die Tschechoslowakei auch noch reinholen. Das ist auch Kernland, das du dann bekommen kannst. Okay, aber dann werde ich da erstmal die Beziehungen verbessern? Soll ich das jetzt schon machen? Nee, mach ich nachher. Erst wenn du den Fokus machst, Tschechoslowakei fordern. Okay. Und die Tschechoslowakei beschützen. Dann bekommt die Tschechoslowakei ein Event, bei dem sie drei Optionen hat. Sie kann sagen, sie schließen sich instant dir an. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie das allerdings tun, ist nur 30%. Es ist, glaube ich, eine 30-prozentige Chance, dass sie von dir... Okay. Sagen, lass mich in Ruhe, ich will gar nichts mit dir zu tun haben, dann musst du sie einfach militärisch übermannen, was schwer wird. Okay. Die dritte Möglichkeit ist, dass sie dein Vasall werden, also ein Marionettenstaat. Ja. Das ist aber auch nicht so geil. Also du musst jetzt halt einfach hoffen, dass die Tschechoslowakei dich gleich geil findet und gleich reinjoint. Die Chancen kannst du erhöhen, wenn du auch dasselbe machst wie mit Österreich. Also deine Armee, so groß wie möglich, deine Armee an die Grenzen. Ich habe dir schon mal dadurch, glaube ich, geholfen, dass ich den Schutz runtergenommen habe von der Tschechoslowakei. Also, dass ich gesagt habe, nö, ich beschütze die nicht mehr. Mehr kann man es aber nicht machen. Also, du musst halt gucken, dass die Meinung so hoch wie möglich ist und deine Armee so groß wie möglich. Wir werden es leider nicht schaffen, glaube ich, dass Rumänien den Schutz aufgibt. Aber das können wir. Ich kann da versuchen, da gleich was zu machen. Aber garantieren kann ich es nicht. Will ich schon ein Jahr voraus sein? Nee, will ich nicht. Ich nehme jetzt hier, glaube ich, die Garantie von Rumänien runter. Ah, der Treinator sagt gerade, Arthur Seyss-Inquart war der, der mit den Deutschen geliebäugelt hat. Danke für den Hinweis aus dem Chat nochmal. Danke. Gehen wir wieder auf 4 hoch? Ich muss noch die Templates umstellen. Das ist korrekt. Warte. Ja. Okay. Du meinst ja, die hier, ne? Hm? Nee, mein Chat schreibt mir da gerade was. Machen wir hier ein anderes Icon. So. Boah, mir fehlen ja nur noch 13.000 Knarren. Also, danke nochmal für den Tipp. Das haben wir ja jetzt gemacht. Ich habe fast keinen Treibstoff, ey, das ist so düster. Ich weiß nicht, ob ich dich schon upgraden will. Simon, danke für den Follow übrigens. Okay. Mannstärke gesamt 208.000, okay. Das ist doch nicht so unfassbar viel. Ich glaube, du solltest gucken, dass du auf über 240.000, 250.000 kommst. Ja. Ja, ich muss erstmal die besetzten Gebiete, glaube ich, reinkoren, ne? Sonst. Ja, dann ändert sich so einiges. Sonst also, ist das doof. Und ja. Ich muss auch jetzt mal gerade gucken bei meinen Ressourcen. So extra hier Aluminium. Follow. Ja, ich brauche also von.
Ich brauche auf jeden Fall. Wir haben 13 Zivilfabriken, 6 davon werden für die Produktion von Konsumgütern genutzt. Okay. Dann sollten wir die Zivilwirtschaft mal umstellen, ne? Auf Teilmobilmachung, oder? Das, wenn du es kannst, macht schon Sinn. Machen wir direkt mal. Alter, ey, ich habe so viel Zivilfabriken, das ist ja pervers. Jetzt hast du richtig was, ne? Im Verhältnis, ne? Im Verhältnis. Ja, und jetzt wart mal ab, was passiert, wenn noch die Tschechoslowakei dazukommt. Dann hast du auf einmal ein krasses Powerhouse. Dann bist du richtig mächtig. Du bist zwar noch nicht so mächtig wie Deutschland, aber dann bist du richtig heftig. Mhm. Ja, ich baue gerade halt noch ein paar Trüppchen, ne? Wir gucken mal gleich noch. Wenn die Entscheidung durch ist, würde ich sagen, dann starte ich auch nochmal eine neue Aufnahme. Es klingt nach einem guten Plan. Ja. Ich nutze die Gelegenheit, um kurz mal den Porzellanthron aufzusuchen. Oh. Bitte nimm die Cam mit. Nein! Das findet YouTube nicht, Twitch nicht gut. So, nationaler Schwerpunkt abgeschlossen, Wiederherstellung von Österreich-Ungarn. Nachdem die Wiedervereinigung von Österreich und Ungarn abgeschlossen ist, hat die ungarische Regierung in Budapest die internationale Presse versammelt und die Wiederherstellung des Reichs Österreich-Ungarn verkündet. König Otto hat seinen rechtmäßigen Titel als Kaiser von Österreich angenommen und seinen Schwur erneuert, alle Habsburger Lande wiederzuvereinen. Die Nachbarländer beobachten das Geschehen in Budapest sicher mit großer Besorgnis, wie ein Phönix aus der Asche. Und damit sage ich jetzt mal für diesen Moment, keine Sorge, der Stream geht weiter, aber die Aufnahme auf YouTube, die endet an dieser Stelle. Und ich sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Pax vobiscum valete. Seid doch auch mal in einem Stream dabei, wenn wir uns dienstags so zu einer gemeinsamen Runde treffen. 21 Uhr geht's rund. Ich freue mich drauf, wenn ihr kommt. Twitch.tv/Günther Shadow. Bis dahin. Macht's gut und Pax vobiscum valete. Tschüss.